Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars Outlaws. Ja, nein, Quatsch mit Soße, hier. Ich habe so mein kleines Problem. Ich möchte gerne das machen. Entweder ist das verbuggt oder ich bin blind. Da ist es ja. Komisch. Oh, einfacher geht es kaum. Wacker, ich habe einen Datenblock von Crimson Dawn gefunden. Ob die den zurück wollen? Sonst verkaufe ich ihn an die Pikes. Crimson Dawn wird den haben wollen. Die Pikes auch. Danke, bist eine echte Hilfe. Gorak wird in der Kantina sein. Und solltest du an Crimson Dawn verkaufen wollen, ist Elera auf dem Markt. Moment mal. Am Ende des letzten Partes, ne, haben wir das nicht gesucht wie bekloppt? Bin ich nicht auch um den Tisch gegangen? Ich meine, ist jetzt eine neue Aufnahme. Ich habe das Spiel neu gestartet, weil ich musste ja zur Arbeit. Jetzt haben wir wieder nachts. I don't know. Ich dachte, vielleicht ist es verbuggt oder so. Ja, ich also, Pike-Syndikat, denen gehört alles. Crimson Dawn will das aber zunichte machen. Ich weiß nicht, wen. Vielleicht spiele ich beide gegeneinander aus. Egal, machen wir das. Ich bringe ihn zu ihr Lehrer. Ja. Ein Journal ansehen. Okay. Elera wird es zu schätzen wissen, wenn sie den Datenblock erhält. Ja. Gut. Haben wir. Aber hier gibt's doch... Wartet. Hier gibt's doch... Gibt's hier nicht noch was? Die Hackerin? Achso, ich muss da raus. Aber hier hat sie Schätze. Die will ich machen. Da. Aber ich bin ja nicht dahin gekommen im Tresorraum. Ich dachte, Tresorraum wäre der. Und wieso seid ihr schon wieder da? Was auf Computer? Wartet, war doch auch noch. Ich muss immer hoch. Es tut mir leid. Und waren zwei Computer, oder? Gehen die jetzt? Waren oben zwei Computer? Nee, hier oben waren keine zwei Computer. Ach, hier. Nee. Was? Behälter öffnen? Habe ich das auch nicht gemacht? Ey. Schlaftablette. Nö. Okay, aber wie, dass die wieder da waren. Das heißt, wir müssen rausschleichen. Ah, da. Oh, die Tür ist jetzt auf. Was ist das? Subtil. Na schön.
Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Achso. Waren wir nicht schon hier? Okay. Nicht schlecht. Nein, ich will meine Waffe. Ach, lass doch die scheiß Dinger liegen. Achso. Kann ich nicht mehr nehmen. Es ist schon komisch. Ich weiß nicht, ob wir daraus gehen sollen oder hier. Die sind alle wieder da. Okay. Was? Gibt's noch einen Ausgang, bitte? Danke. Hast du was, Kleiner? In Ordnung. Kannst du den nicht mal da hinten hin? Den irgendwie. Nein. Ich brauche eine Ablenkung, Nix. Geht wieder. Ist nichts passiert. Ich löse Alarm. Ich rufe Verstärkung. Das tust du nicht. So, haben wir uns jetzt alle beruhigt? Hier wird kein Alarm ausgelöst, ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Protokoll 23, nie gehört.
Okay. Ja. Dann. Machen wir das weiter. Also. Verlasse die Einrichtung. Nicht sehr gerne. Verschwinden wir hier. Mund lang. Ayla, ich bin draußen. Und nicht mal in Handschellen. Du wolltest bessere Hacking-Tech, ja? Ja, mein Kit hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich habe bei Sam was hinterlegt. Was ziemlich cooles. Ich sagte, okay. Er soll dich bei Makal treffen. Wo soll er mich treffen? Irgendwo. Vorsicht, Tiere. Das springen sollen, sorry. Wieso schießt du jetzt auch noch? Du. Halt dich fest, Nix. Ja, tut mir leid, Nix. Ich dachte, wir könnten da rüber springen. Nicht denken, fahren. Die sind böse. Schmeißt er mit giftigen Stacheln? Eieiei. Ich wollte rein. Da gibt es bestimmt guten Loot. Nur deswegen meist. Mein Leben riskiere ich für guten Loot. Ja. Auch gut. Was können wir da? Haben wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir schon. Da drauf schießen. Nö. Ach, deswegen hängen die hier rum. Die riechen das Fleisch. Drück auf den Knopf, Nix.
Okay. Gut. Schön. Sonst noch was hier? Interessantes. Außer das Gammelfleisch. Gut. Also schön ruhig, Kumpel. Wieso? So schön ruhig. Das ist ja keiner mehr. Süß. Kleine fliegende Teufelchen. Oder was? Erinnern zumindest daran. Ja, ich habe wieder den Loot-Wahnsinn bei mir. Kann ich euch streicheln? Schade. Schatzposition, Bosanhöhe. Okay. Was bist du? Du siehst ja aus. Glückssträhne hält an. Glaubst du? Wieso sind wir hier? Ach, Schatz, irgendwas hieß doch Schatz. Ich dachte jetzt, hier wäre ein Schatz. Schmetterlinge. Und die verfärben sich. Süß. Nein. Schatz. Irgendwo hier muss ein Schatz sein. Ach, und vielen Dank für den Tipp. Ich krieg wohl etwas, wo ich mit die Wände aufschießen kann. Jetzt habe ich aber vergessen, wo die Wand ist, die ich aufschießen wollte. Ja, so kann es gehen. Du kommst tatsächlich nicht da hoch. Hier soll es auch anders sein. Und hier auch nicht. Kind der Sonne, du bist... eine Nervensäge. Echt, jetzt kommst du nicht mehr hoch. Okay, müssen wir nochmal umrunden. Irgendwo ist ein Schatz. Warum seid ihr Fischer jetzt hier? Wollt ihr mich verarschen? Mm-hmm.
Wo ist der andere? Da ist der andere. Oh, das war Glück. Oder habe ich den Schatz schon? Kann auch sein, dass ich den Schatz schon gefunden habe. Ja, ja, ich denke, das ist der Schatz da drinnen gewesen. Okay, dann, sorry, dass ich nochmal, ich muss nochmal auf die Karte. Dann gehen wir doch hier, hin. Journal. Die Hackerin. Zeit zu verschwinden, Nix. Hyänenartiges Viecherei. Wo ist... Ich habe die Kurve nicht gekriegt. Es ist nicht mehr schön mit mir. Oh. Bist du bereit? Muss hier. Ich muss doch endlich mal bemerkt werden. Ist alles ruhig, glaube ich. Wo muss ich denn hin? Mag als Spielhelm, Mirogona, da muss ich hin. Oh, ich hasse es zu fahren. Ich weiß, Schnellreise. Sag das nicht. Ich bin jemand, der... Und gerne schnell wird es nicht gut. Auch wenn ich wie eine Bekloppte hier fahre. Okay. Wir bieten den kompletten Schiffsservice. Schiffsservice. Ja. Eventuell später mal. Suche einen was? Das war zu schnell weg. So schnell kann man nicht lesen. Ihr könnt froh sein, dass ich überhaupt beim Spielen lesen kann. Ich mache jetzt erstmal das. Die anderen Zeichen machen wir später. Ja, ich weiß, schnell rennen. Ich wollte gucken, vielleicht kriegen wir irgendwo noch eine Quest oder so. Also die Musik ist ein bisschen orientalisch, Punjabi-mäßig, also indisch, Hindi angetouched. Das ist jetzt mehr so orientalisch, aber manchmal haben wir hier so Punjabi-Musik. Okay.
Kann sein, dass sie einen Punjabi angehört haben. Oh, kann ich mit dir noch reden? Hi. Also, Ayla hat gesagt, du hast ein Hacking-Kit für mich. Hier, nimm. Ich will zurück in meinen Bezirk. Quest abgeschlossen. Okay. Werkstatt der Schiffsdiebe. Ein Kernstück zur Herstellung von einer Brenz Hacking Kit Verbesserung. Müssen wir wieder auf Karton zeigen. Kernstück, einfach ein Kernstück. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin da, oder? Nein. Ich bin da, ich muss wieder raus. Ja, okay. Aber wir haben auch noch andere Sachen, ein bisschen. Lauscherei, Markals. Oh, das können wir mal machen. Wir sind ja sowieso in Markals Lokal. Huch, habe ich mir Spielstürz ab. Hacking Kit ermöglicht Kay, diverse Geräte zu hacken und sich mit Jokern einen Vorteil zu verschaffen. Sehr schön. Mich Kay diverse Geräte. Aha, aha. Ah, okay. Okay. Heckenschütze. Schieße abgelenkte Gegner mit dem Blaster nieder. Okay. Mir fehlt nichts, verschiedene Aktionen durchzuführen. 7 Stück. Ich kann sagen, mach das und das. Ah, okay. Hacke. Gerät in 3 oder weniger versuchen. Mhm. Okay. Ayla, ich habe dein Hacking-Kit. Danke. Ich schicke dir die Koordinaten zu einem Vorrat, damit du es testen kannst. Nö. Und fest? Ohne dich wäre das nichts geworden. Du wirst deinem Namen gerecht. Wie meinst du das? Hör zu, ich bleibe auf der Renpali-Raumstation, bis ich weiß, wo es für mich hingeht. Komm ich doch besuchen. Wow, schön. Verlassen. Was zum Reden. Tachchen. Irgendwas sagt mir, dass du nicht wegen der Aussicht hier bist. Diese Piraten finden unser Lager jede Saison. Eine Kiste Flieger hält sie uns normalerweise vom Hals, aber es war schwer dieses Jahr. Sie haben uns alles genommen, auch unsere Glücksbringer. Die sind nicht viel wert, aber sie bedeuten uns eine Menge. Okay. Oh, ich könnte vielleicht helfen. Ich habe Erfahrung. Ich will keinen Ärger. Wenn du die Glücksbringer zurückholen kannst, ohne Aufsehen zu erregen, dann zahlen wir dafür. Ich kümmere mich drum. Ja, aber nicht jetzt. Wir haben einen anderen Auftrag hier. Wir sollen irgendwas hier lauschen. Lauschsachen. Musik. Irgendwo am Tisch soll etwas sein. Ziemlich voll hier. Es wird auch nicht gezeigt, wo. Also hier. Jetzt bin ich einmal rum, oder? B.
Riecht es einmal rum? Da irgendwas? Nein. Was ist hier? Ah, hier geht's wieder raus. Wo geht's da hin? Ach so. Hier ist er. Hier geht's nur raus, oder sind da auch Tische? Was tust du da? Gar nichts. Hast du was gefunden? Nö. Das geht dich nichts an. Ebenso. Verzieh dich gefälligst. Okay. Cool bleiben. Das müssen wir nur wieder den Ausgang finden. Was ist denn das wieder für ein Dingen da von meiner Nase, 76 Meter? Ich muss mal gucken gehen. Ja. Ich könnte Ihnen eine Menge Dinge zum Tausch anbieten. Für den Austausch von Gegenständen. Okay. Du kannst mir geraten. Nein, das interessiert mich nicht. Wird benutzt, um nichts Aussehen anzupassen. Das war 13 den Fulling auf Akiva. Amberin, Halskette, Hand, gefertigt von tuscharanischen Künstlern. Ein Stimmer, das den Feind einschüchtert und verwirrt. Oh nein. Eine seltene Frucht, die bei Thermalquellen auf Kijimi wächst und bei einigen Völkern aufgrund der ihr innewohnenden Wärme beliebt ist. Ne, den brauche ich nicht. Granaten brauche ich nicht. Ja. Ich will das haben. Was denn? Vergleichen? Ja. Ja. Mein geheimes Amulett. Habe ich doch. Muss ich alle Teile haben für dieses blöde Ding. So, Schatz. Verkaufen erstmal alle Wertsachen. Wir sind im Geschäft, so. Was hast du sonst so im Angebot? Gesundheit. Ja, können wir mal kaufen, oder?
Nein, komm nicht. Ich will nicht kaufen. Besten Dank. Umtausch ausgeschlossen. Viel Spaß damit. So. Jetzt machen wir aber die Quest. Suchen Sie etwas Bestimmtes. So. Was ist denn das schon wieder für ein Fragezeichen? Ich werde die Kirre. Okay. Ignas. Sex, da drüben. Das ist nix. Was ist hier? Schrott hinten. Ich dachte, wer war's? Gehe ich richtig? Ich hoffe es. Hi. Hey, wie ich höre, hattest du Probleme wegen eines Aufnahmegeräts bei Makal. An deiner Stelle wäre ich mit der Verbreitung solcher Gerüchte vorsichtig. Das ist kein Gerücht. Er hat's gefunden. Nein, ich hab's gefunden. Gern geschehen. Danke. Du hast mir eine Menge Ärger erspart. Ich würde sagen, Crimson Dawn schuldet mir was. Okay. Kann ich nochmal mit ihr reden? Hab da was gefunden. Ich dachte, Hauptmann Covell hätte dich gebeten, das den Pikes zu bringen. Ach, das hast du gehört. Er wollte nicht zahlen, aber Crimson Dawn schon, oder? Gut, dass wir einander verstehen. Wir werden Loyalität immer belohnen. Okay. Verzieh dich hier. Was ist jetzt passiert? Minus was? Das muss ich aber mal gucken. Haben wir unseren Ruf ruiniert? Gut. Erkunde Cantinas, um Auftragsvermittler der Syndikate zu treffen, die Kate lukrative Gelegenheiten bieten. Juan, Lalini und Bello. Und trotzdem nur bei gut. Okay. Dürftig, weil. Ach, das. Ah. Okay, Hüttenkartell. Aber. Das Territorium und Viertel Kai kann nun alle Bereiche Mitglieder des Syndikats Kai und werden ihr Ehearbeit anbieten. Dem Syndikat nahestehende Händler, neue Mitglieder sind erhalten ein einzigartiges Geschenk. Datenbank. Geschichte. Essen. Aktivität. Fraktion. Pikes. Also, die Pikes sind ein altes und wohlhabendes Syndikat, das Tradition und Status ehrt. Ihren Gewürzabbau auf Kessel ergänzen sie mit
Koaxium, Schmuggel und Schwarzmarkthandel. Die Pikes sind in der gesamten Galaxie tätig und jede erdenkliche kriminelle Machenschaft verwickelt. Ihre unglaublich gut finanzierten Unternehmungen sind bestens ausgestattet mit Sternjägern, Frachtern und hochmodernen Waffen. Jeglicher Couleur sind ein gefährlicher Gegner und ein mächtiger Verbündeter. Okay, Crimson Dawn. Da muss ich mir doch ein bisschen durchlesen, ne, bevor wir da Blödsinn machen. Crimson Dawn stieg vor kurzem unter der neuen Führung von Lady Quira aus relativ Unbekanntheit auf. Die Organisation ist schwer zu fassen und meidet direkten Konfrontationen mit rivalisierenden Syndikaten. Stattdessen setzt man dort auf politische Intrigen, Spionage und Attentate. Alles, was Crimson Dawn tut, dient einem höheren geheimen Zweck. Und manche glauben, dass sie absichtlich einen Syndikatskrieg zwischen ihren Rivalen angezettelt haben, der ihnen eigene Ziele dient. Ein bisschen so die Assassinengruppe, ne? Und Huttenkartell. Das Huttenkartell ist eine uralte kriminelle Organisation, die über enormen Reichtum und schier endlose Macht verfügt. Das Kartell wird zwar traditionell von einem Rat der Hutten regiert, aber nach aktuellen Entwicklungen ist Jabba Desiliet Tiore zum mächtigsten Verbrecherboss des Kartells aufgestiegen. Das Huttenkartell ist verkommen und ruchlos. Es verlässt sich auf rohe Gewalt und Einschüchterung, um seine Macht auszuweiten und seine Feinde zu besiegen. Okay, was mit den Rebellen? Die Rebellenallianz ist eine Widerstandsbewegung, die in einen Bürgerkrieg gegen das galaktische Imperium verwickelt ist. Nachdem sie mit der Zerstörung des Todessterns einen bedeutenden Sieg erzielen konnten, sind die Rebellen nach einer verheerenden Niederlage auf Hoth inzwischen im Hintertreffen. Die versprengte Rebellenflotte muss sich verstecken und Agenten der Rebellion versuchen sie wieder zu sammeln, um den Kampf gegen das Imperium erneut aufnehmen zu können. Können wir uns denen auch anschließen? Also, bis jetzt sind die mir am liebsten. Die mag ich nicht. Sechste, siebte. Ah ja, komm, das machen wir ein anderes Mal. Was ist denn noch neu? Ausrüstung. Ein Werkzeug, mit dem bestimmte Arten von verschlossenen Türen gehackt werden können. Ein Pitboy. Sieht so aus. So. Ja. Nein, das war falsch. Ruhig-Journal. Nee, das machen wir jetzt nicht. Das haben wir noch nicht. Gestohlene Glücksbringer. Das könnten wir mal machen. Wir machen erstmal das. Okay. Was ist hier wieder für ein Zeichen? Suchzeichen. Unsere Einheit kriegt immer die schlimmsten Einsätze ab. Ich verkaufe nur das Beste. Wo denn? Hi. Sehen Sie sich in Ruhe um. Ja, gucken wir mal, was du so hast. Bacterfion, ja, ich kann nicht mehr tragen. Für Fähigkeiten benötigt. Haluntasche.
Okay, haben wir gekauft. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich weiß nicht, ob es was gut ist. Mir wird so viel angezeigt. Tagchen. Was war hier? Es ist so ruhig. Achso. Ja, geh mal zurück. Was ist denn das wieder? 9876. Achso, was ist er? Was ist das Fragezeichen? Und was ist das? Was ist das? Das, das? Ein Kilometer. Das ist ein Kilometer. Ich gehe zum Fragezeichen. Nein, aber nicht da lang. Wenn du es hier als Plünderer zu was bringen willst, musst du über alles Bescheid wissen. Lasterteil, das Imperium hortet die meisten davon. Wenn du also nicht in eine imperiale Anlage einbrechen willst, kommst du in dem Geschäft nicht weit. Das haben wir, glaube ich, schon, oder? Ja. Lass mich doch mal durch. Mensch. Uns wieder anlegen. Und quatscht irgendjemand was? Nein. Wollen wir gehen. Das ist irgendwo bei denen. Fragezeichen ewig, die Nerven. Irgendwo da drüben. Müssen wir doch runter. Aber wir können uns da frei bewegen. Das ist das Gute. Deswegen wollte ich mich mit allen im Moment noch gut stellen. Dann hinterher kann man immer noch sagen, okay. 31 Meter. Keine Störungen zu vermelden. Hier draußen könnte sich jeder rumtreiben. Nein, nur ich. Ich freue mich auf meine Ablösung. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Bin ich so müde. Kommen wir nicht rein, ne? Guter Ort für Operationen. Okay, wir kommen da nicht rein. Das ist wahrscheinlich tresormäßig. Gott. Also, alles scheint normal. Jetzt hier hin. Standen hier nicht mal zwei Typen? Ach, die stehen da. Schauen wir mal. Was war das? Was? Kein Geräusch im Lagerraum. Sollen wir nachsehen? Auf keinen Fall. Der Lehrer hat gesagt, wir sollen nicht rein. War wahrscheinlich nur eine Ratte. Leg los, Nix.
Was ist das? Hey, was willst du hier? Schnell ab! Ich hasse Tiere. Zurück ans Werk. Los. Wir klauen jeden. Und wo kann ich hier wieder raus? Okay, wir müssen jetzt hier verschwinden. Ich muss hier raus. Ich krieg wieder einen Stadtkoller. Ich erstatte Bericht, wenn ich zurück bin. Okay. Gute Preise und eine tolle Auswahl. Kommen Sie und sehen Sie sich. Ich muss hier raus. Geht's hier raus? Ich glaub ja. Was angezeigt. Was willst du mir zeigen? Was ist das? Das weiß ich doch. War in der Flüsterkneipe? Oh Mann, ich muss in die Flüsterkneipe gehen. Ach. Stimmt ja. Ich glaube, da war was, was wir nicht hacken konnten. Ich muss da runter. Ich muss runter. Wie komme ich denn jetzt? Am besten die Treppe. Stimmt ja, hier war ja was. Aber wir kamen ja nicht vorne rein. Wir kamen nicht hier rein. Wir sind... Ach, ich habe vergessen, wo sind wir denn reingegangen? Wir sind... Quatscht jemand? Nein. Wir können verlassen. Wie sind wir denn da reingekommen? Durch den Schacht oder so. Ich hab's vergessen, es tut mir leid. Ohne Spaß. Ich weiß, wir sind da reingekommen. Was hier? Nee. Da ist was zu holen. Okay. Das war nicht schlau. Aber da war was zum Looten.
Ihr wisst, dass ich gerne loote. Nicht so lange laden, ja? Nur weil ich gestorben bin hier. Ich kann hier nichts machen. Ach komm, lass. Ein paar Credits bauen wir uns da auch nicht die Knochen verbrechen. Okay. Nichts gebrochen, hoffe ich. Kann man das nicht da abschießen? Kann ich dem Knirps sagen, geh mal da, mach mal was? Nein. Wieso kann ich nicht? Was mit meiner Waffe? Nein, nicht. Hä? Wieso zieht sie keine Waffe? Ich würde das gerne da. Scheiße, ich weiß. Aber man kann das doch da abschießen oder so. Strom abschalten. Jetzt kommen wir. Sehr schön. Okay. Die ersticken wahrscheinlich alle, weil ich den Luft abschaltet habe. Und jetzt? Ja, nu? Was ist denn damit? Oh, nicht so eiern, bitte. Aua. Kletter mal ein bisschen hoch. Kann ich hochklettern? Nein, ich komme nicht mehr hier raus. Nimm die Leiter. Ja, okay.
So, jetzt ist die andere Frage. Wie bin ich in diese blöde Flüsterkneipe reingekommen? Hier auf jeden Fall nicht. Ich weiß es nicht mehr. Hey, mir ist ein kleines Nebengeschäft hier aufgefallen. Ich habe nichts zu verbergen. Wenn Sie Ärger mit dem Imperium haben, kann ich Ihre Probleme mit nur ein paar Kredits lösen. Ah, danke für den Tipp. Okay. Hier war das. Hier war das. Jetzt können wir. Okay, fang einfach mal an. Okay. Das ist richtig. Das ist an einer falschen Stelle. Das. Ist wieder an einer falschen Stelle. Dann machen wir das. Okay. Jawohl. Sehr schön. Was soll ich jetzt machen? Deaktivieren. Hä? Okay. Was hier? Ich meine ja nur. Was wir jetzt wieder machen könnten, ist aktivieren. Es geht nicht. Wir können nicht mehr drin. Okay. Verschwinden. Durch die Hintertür. Okay, das. Nein, falsch. Das hätten wir jetzt machen, aber wirklich gehen wir wieder raus, ne? Gefälschten Kredits, nein. Wache halten. Hi. Na komm.
sind nur 900 Meter. Oder? Ist ja nicht so schlecht. Wir können auch mal hoch. Aufpassen. Was haben die denn so für Sachen zu verkaufen? Schiff und Leiter und so. Los, weiter. Nicht nur ich fahre wie bekloppt. Was gibt's hier Schönes? Gibt's hier irgendwas, was man stibitzen könnte? Die schauen nach Flugobjekten. Ich will auch so Staubsauger. Hey, willst du nicht mein Staubsauger werden? Mein Freund. Hey. Der war gerade fein am Umfallen, oder? Ich hab den Ball nur umgeschmissen. Okay, mal gucken, was man hier so kriegt. Ich meine, die würde doch jetzt eventuell... Ach, mein Schiff ist nicht da, ne? Es geht nur, wenn das Schiff da ist. Okay, dann nicht. Aber hier, was hat sie denn? Wir haben alle Gleiter-Upgrades, die man brauchen kann. Ja, zeig mal. Verbesserung. Ja, kann ich dann machen oder wie ist das? Ja, ich kann mir das CPU lenken. Okay, dann nicht. Ein Standrassist, das die interne Komponenten schützt. Helixi. Ja, okay. Das heißt, ich kann nichts machen. Mir fehlen ein paar Sachen da noch. Ja, okay. Aussehen. Gibt's da denn schon Lackierung oder so? Leerer Platz. Oh, süß. Nimm das. Und hier. Dieser Ricktisch wird benutzt, um den Gleiter anzupassen. Das vermute ich nach einem Spiel. Okay. Machen Sie es gut. Ja, mach's gut. Jetzt verschwinden wir von hier. So. Gibt es
ist noch irgendwas, was wir hier gucken können oder so? Ich glaube nicht, ne? Dein Gott. Wir haben eigentlich alles erstmal gemacht. Korrupter imperialer Offizier. Was kann ich denn mit ihm machen? Sonst? Ich glaube, haben wir erstmal, ne? Okay, hier ist noch. Ja, da ist Vorratslager. Und Suppenküche. Das wollte ich erstmal nicht machen. Aber hier. Das können wir doch mal machen noch. War das der eine vor dem Ding da? Flüsserkneipe? Oh Gott. Ich glaub's noch. Dann haben wir auch erstmal alles wieder hier in der Stadt. Glücksbringer ist ja außerhalb. Ist der auf dieser Ebene? Aber was soll ich machen mit diesem Kunden? Offizier. Muss runter. Alle Quests bis jetzt hier erledigt, soweit. Außer das. Wieso ist das nicht verfügbar? Nee, ohne Spaß jetzt. Chinchos, betrügerische Händler, Havaria, die Gleiter bei Gamora. Grobianhose, okay. Das ist nicht verfügbar. Vielleicht kriegen wir es erst später. Okay, sorry, tut mir leid. Dann gehen wir doch erst raus. Dann haben wir erstmal alles. Was wir Leute verraten, das machen wir erstmal nicht. Das machen wir. Was mache ich hier? Später. Sorry, ich habe dich nicht gesehen. Staubsauger. Wir müssen mal einen Zahn zulegen. Sieht doch nett aus. Okay, das machen wir nur. Ich hasse es. Dann beende ich aber den Punkt. Genau. So machen wir das. Vorsicht!
Fels, kannst du nicht aus dem Weg gehen? Ist das was Besonderes hier? Gibt's da was? Ich meine ja nur. Ich steck mal ab. Kann ich nicht. Wen von euch kann ich denn streicheln? Ja, es ist halt. Dich vielleicht. Ein, wenigstens ein von euch. Erdmännchen. Oh. So. Da kann ich bekommen. Wir gehen jetzt hier hoch. Vielleicht gibt es ja was hier. Oder fliegen sie? Hier ist etwas. Robuma-Leder. Okay. Oh, ich will dich auch streicheln. Was sind das hier für Löcher? Bienen oder leben die Viecher da drinnen? Ich habe gesagt, ich mache ein Foto, aber. Naja. Okay. Halunkentasche. Wie kann man die denn herstellen? Ja. Ausrüstung. Ne, wartet. Fähigkeiten. Nix weiß Kay auf Nahbehälter hin, damit sie keine Gelegenheit für spannende Entdeckungen verpasst. Super. Das brauche ich. Vielen Dank. Aber... Durafaserstoff. Okay. Also ich drücke nicht auf Verfolgen, was wir... Also wenn wir... Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn wir... die Sachen finden, schön und gut. Oder machen, wie zum Beispiel Nix hier sagen, mach mal das und das, das ist ja... Das ist ja ziemlich einfach. Wo ist jetzt mein Bike? Wie wär's mit einer Spritztour? Ich bin hier. So. Ja, Straßen sind überbewertet. Oh, es ist wieder...
wieder ein bisschen am Ruckeln. Was war das? Habe ich jemanden überfahren? Nee, ne? Ich meine ja nur. Es hörte sich so an. Was? Ungakatatagast? Komm ich so da hoch oder muss ich hochfahren? Ich glaube, die Wände sehen nicht so einladend aus. Zeig ich mir den Suchbereich am Fluss eher. Ist hier ein Fluss? Das ist kein Fluss, das ist eine Straße. Nee, wir sind schon außerhalb. Das sind die da oben. Ich schaue mal, ob das noch mit in den Suchbereich gehört. Oben, wenn ja, müssen wir. Ist jemand in der Nähe? Jo. Okay. Wir müssen nur hochfahren. Festhalten. Aber ist. Wieso ruckelt. Ist das meins? Nein. Wieso ruckelt das. Na. Gut festhalten. Chaos. Der Frachter kam der Sonne zu nah. Mein Blaster klemmte nicht durch, er ist einfach geschmolzen. Ich finde sie. Wie kann ich das? Im Sterben, habt ihr es gehört, noch eine Fiole genommen. Im Sterben. Ja, es war schon zu spät, zu spät. Ach ja. Das muss ich
mehr. Lass mal. Ja. Eine Freundin von mir wollte raus aus diesem Leben und sich irgendwo niederlassen. Hoffentlich gefällt es ihr, arm zu sein. Ich sehe schon Dinge. Willst du das haben, Nix? Nur für den Fall. Ich halte mal die Augen auf. Ich habe mal bei einer Piratencrew angeheuert. Denen sollte ich eine Eintrittsgebühr zahlen. Alle anderen auch, wie sich rausstellt. Die haben uns abgezogen. Ich hätte schwören können, dass da was war. Nix, schnapp dir das. Da war mal dieser Bandit, der einen Fremden im Dünenmeer ausgeraubt hat. Es stellte sich raus, dass er ein Schmuggler war, der da draußen nicht gefunden werden wollte. Da ist nichts. Er hat sich danach zur Ruhe gesetzt. Irgendetwas stimmt hier. Das ist was Feines, Nix. Nix ist auch so ein kleiner Diebschelster. Ich war mal mit einer Crew unterwegs, die es nur auf die Schiffe des Imperiums abgesehen hat. Okay, wo ist er? Dass jemand überhaupt so viel Mut aufbringt. Hey, schleich mal rüber und hol das. Vielleicht brauchen wir gar nicht runtergehen. Vielleicht bringt er mir ja irgendwann die gestohlenen Sachen. Könnte ja gut sein, ne? Mein Schiff wurde mal von diesem riesigen Piratenschiff überfallen. Ich habe mich versteckt, bis sie alle an Bord waren. Dann bin ich rübergesprungen und mit ihrem Schiff auf und davon. So, jetzt ist nichts mehr da. Irgendetwas stimmt hier nicht. Entdeckung! Oh! Ist etwas. Hält euch nicht! Mir nach nichts! Ich wollte noch mal meine Handtasche. Sterben ist wieder angesagt. Come on, come on. Okay, ich muss... Ziehen wir es durch, Nix!
geht kein Schuss durch! Ich sterbe schon wieder. Ach. Ich muss als erstes den Roboter fertig machen. Der Roboter nervt. So sieht's aus. Diese Arbeit macht mir echt zu schaffen. Ich schwöre, da war etwas. Hilft das gegen Roboter? Von Schiffen unter meinem Kommando. Okay. Ja, komm jetzt. Sehr schön. Damit kann ich arbeiten. Dann will ich das aber. Nein. Okay, wo ist unser Mobilo? Wir sind zu langsam. Deswegen fahren wir wieder zurück. Aber ihr Lieben, erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentare. Tipps und Tricks wie immer. Ah, oh, dreh dich mal, Maschine. Ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part sterben wir weiter. Ich dachte, ich wollte einen schönen Sprung machen. Ja, also wie gesagt, im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin. Adios.